Seppel24 beginnt seine neue Ausbildung zur Pflegefachkraft. Er kommt am ersten Schultag optimistisch und voller Lebensfreude zur Pflegeschule. Alles ist neu und spannend. Seppel freut sich darauf, viele neue Leute kennenzulernen. Wenn Seppel morgens in die Klasse kommt, begrüßt ihn kaum einer seiner Mitschüler. Seppel bemerkt, dass es eine Gruppe von 3 Mitschülern gibt, die ihn, sobald er den Raum betritt, spöttisch anschaut. Am Tag von Seppels Referat hört er, wie die gleiche Gruppe von Schülern offensichtlich über ihn redet. Er wird zunehmend unsicher und das Referat läuft komplett schief. Seppel ist deprimiert, seine Motivation ist momentan im Keller und er geht morgens immer mit Bauchschmerzen zur Schule. Jemand hat eine Aufnahme seines Referats in den sozialen Netzwerken hochgeladen. Er sieht sich selbst auf dem Bildschirm, schwitzend, stotternd und knallrot. Seppel verlässt fluchtartig den Raum. Seppel bricht in Tränen aus. Er zerreißt seine Schulsachen. Er ist wütend und kann die Ungerechtigkeit nicht verstehen. In Deutschland wurde laut Mobbing-Report der BauA jede 9. Person im erwerbsfähigen Alter schon einmal gemobbt. Durchschnittlich 16 Monate lang. Seppel denkt nach. War er nicht eigentlich immer das Opfer von irgendwem? Hat er seine Peiniger nicht immer in ihren Handlungen bestärkt, indem er schweigend alles hinnahm? Die erste Ausbildung brach er auch ab, weil er sich nicht wohlfühlte. Sollte das denn immer so weitergehen? Seppel entschied sich, dass er nicht länger das Opfer sein wollte. Er stellte sich seinen Ängsten und ging den nächsten Tag zur Schule. Diejenigen Schüler, die sich immer aus allem rausgehalten hatten, sprach er nun direkt an. Gemeinsam gingen sie zur Schulleitung. Mit der Rückendeckung der anderen suchte Seppel den Dialog mit den Mobbern, fragte sie direkt, warum ich? Dadurch, dass Seppel sein Schweigen gebrochen hat und aus unbeteiligten Mitschülern direkt Beteiligte gemacht hat, wurde der Teufelskreis unterbrochen. Die Attacken hörten auf und Seppel konnte seine Ausbildung fortsetzen. Seppel beendete seine Pflegeausbildung, wurde zwar nie der beste Freund seiner ehemaligen Mobber, aber man akzeptierte sich und jeder ging schließlich seiner Wege. Ob die Mobber etwas gelernt haben, ist nicht überliefert. Seppel aber weiß eins: Nie wieder würde er ein Opfer sein.